Und dann haben wir aber ein Datenmodell der Welt, ein extrem granulares, wo die Erschaffenden glauben, es würde die Realität tatsächlich abbilden. Und deine Argumentation ist nun, nee, das stimmt zwar nicht, aber es ist eigentlich egal. Und das heißt für mich, entsteht daraus nicht automatisch eine Form von granularem Totalitarismus, weil Entscheidungen über Leben und Tod auf einer Datenlage getroffen werden, die unvollständig ist und die sich trotzdem anmaßt, die Wirklichkeit zu sein. Das glaube ich nicht. Also möglicherweise entsteht so ein Totalitarismus. Ich glaube nur, die Chancen für ihn sind schlechter als zuvor, weil jede einzelne dieser Deutungen, jeder einzelne dieser Algorithmen wird hoffentlich sehr umstritten sein, auch politisch umkämpft sein. Wir sind jetzt schon in Deutungskriegen sozusagen. Was bedeutet das eigentlich? Und die werden tendenziell eher zunehmen. Zurzeit, und das stimmt, sind die Gewichte noch sehr ungleich verteilt. Also die, die uns berechnen oder erfassen oder granular erfassen, die haben einen deutlichen Vorteil. Und deswegen jede Kritik an diesen großen Datenfirmen, aber auch am Staat, ist da völlig richtig. Die können uns berechnen, wir können kaum zurückrechnen, weil wir noch nicht die Möglichkeiten haben und das Verständnis für die Zurückrechnung. Ich hoffe nur sehr, dass das entstehen wird und dass wir dann tatsächlich Deutungskriege haben, Deutungsdebatten haben Du bist einer darüber. der ganz wenigen Leute, die sich Kriege herbeisehnen, aber Deutungskriege. Also ich hoffe nicht, dass wir dann schießen, aber ich glaube nur, es wird nicht so selbstverständlich sein. Es wird nicht nur die eine Deutung geben, sondern wir werden ganz viele unterschiedliche Deutungen gegeneinander stellen können. Aber wir haben, und das muss man wiederum sagen, vorteilhaft sozusagen bei Algorithmen, sie sind potenziell zu erfassen. Also wir sagen ja immer, dann werden Profile erstellt, die können auch diskriminieren und dann werden die irgendwie, dann die Algorithmen sind dann zum Vorteil der Reichen und die Armen werden diskriminiert. Das kann alles so sein. Aber wir müssen das, was Algorithmen machen, ja nicht vergleichen mit einer idealen Welt, sondern so, wie wir Menschen üblicherweise entscheiden. Und wir entscheiden üblicherweise ziemlich voreingenommen, ziemlich vorurteilsbeladen. Und wir sind ja jetzt nun nicht die philosophischen Entscheider. Nee, Und wir aber haben die Chance, und das finde ich, das sollte man auch mal dagegen stellen, wir haben die Chance, bei Algorithmen, die uns sehr, sehr genau und unabhängig anschauen zu können und zu verstehen. Das ist aufwendig. Wir haben noch überhaupt nicht die Verfahren, wir haben noch nicht die Berufe, wir haben noch nicht die Institutionen dafür. Aber du sprachst ja gerade, wie ich das Gefühl hatte, zustimmend von sowas wie Algorithmen, Prüfern oder sowas. Und davon brauchen wir viel mehr. Und diese Institutionen müssen wir entwickeln. Das mag sein, dass wir die entwickeln müssen. Meine Zustimmung war eher so eine, ich bin froh über jedes Experiment, was uns klüger macht in dem Kontext. Ich habe selbst keine Antwort da. Da ähneln wir uns in diesem Punkt. Aber der Teil, der mich daran sehr interessiert, ist, dass es ja heute schon eine Granularität gibt, die zum Beispiel im Finanzbereich ohne mein eigenes Wissen mir Strukturen meines Lebens aufdrückt. Das bedeutet, das, was du sagst, ja, wir müssen uns diese Algorithmen angucken, wir müssen da Institutionen entwickeln, da hinken wir ja 5 Jahre, 10 Jahre hinterher. Stimmt. Und es bilden sich jetzt gerade Mechaniken raus wie das Dynamic Pricing. Ja, was ist das? Das ist einfach, dass ich ein Profil habe, was auf mich als Person abzielt, Informationen über mich sammelt und das dann in einem Online-Shop gar nicht der Preis angezeigt wird, wie viel ein Produkt kostet, sondern da wird berechnet, algorithmisch berechnet, welchen Preis wäre ich denn maximal zu zahlen bereit? Genau. Und wenn ich dann mit einem iPhone hingehe und das Ding weiß, dass ich viel Geld habe, dann ist der Preis vielleicht ein bisschen teurer. Und wenn da jemand anders mit einem Smartphone, mit einem Android hingeht, dann ist der Preis ein bisschen billiger. Glaubt man. Tatsächlich ist es genau umgekehrt. Es ist tatsächlich genau so, dass das nach dem Matthäus-Prinzip funktioniert, weil besonders wohlhabende Kunden nach dieser Mechanik beim Dynamic Pricing interessante Kunden sind und die deswegen größere Rabatte bekommen. Die haben die geringere Chance eines Zahlungsausfalls. Sorry, ich glaube, das ist sehr umstritten. Also, wo ich dir völlig zustimme, So ist die Mechanik wir gegenwärtig. kennen die, wir kennen diese Algorithmen nicht. Gerade heute habe ich noch gelesen, eine neue Untersuchung, die genau dieses Dynamic Pricing anschaut. Und das ist sehr schwer zu durchschauen. Aber offensichtlich ist es nicht so, also von außen dann, wenn man die Algorithmen nicht kennt. Aber offensichtlich ist es nicht so, und es gibt auch Untersuchungen aus Spanien, die das zeigen,
dass grundsätzlich nur die Reichen bevorteilt werden. Und es gibt auch Firmen zum Beispiel. Nicht grundsätzlich, aber als Mechanik ist das Ganze... Es würde für mich ökonomisch nicht wirklich Sinn machen, wenn man... Allein der Zahlungsausfall, also ökonomisch macht das schon Sinn, weil es gibt einen Begriff aus der Ökonomie, den Customer Lifetime Value, also den Wert, den eine Kundenbeziehung für sich hat. Mhm. Und der ist bei jemandem mit einem großen Portemonnaie naturgemäß viel größer als jemand mit einem kleinen Portemonnaie. Das bedeutet, jemand, der, wo man weiß und auch berechnen kann, statistisch berechnen kann, der wird in den nächsten 10 Jahren einen Umsatz machen von 50.000 Euro, wenn ich den als Kunde gewinne. Der ist natürlich mit viel besseren Rabatten auszustatten als jemand, wo ich weiß, der wird halt nur 400 Euro ausgeben. Nee, das würde ich nicht denken. Wenn man sieht, da ist jemand, der kann zwar noch nicht mal ganz das bezahlen, was man dem Reichen als Rabatt anbieten würde, aber man hat trotzdem noch eine Gewinnmöglichkeit dort. Ich glaube nicht, dass es klug wäre, die Leute auszuschließen. Aber ich weiß es auch nicht genau. Und da kommen wir wieder da auf das zurück, was wir gerade besprochen haben. Es ist total undurchsichtig. Und du sagst, wir hängen 5 bis 10 Jahre hinterher, stimme ich völlig zu. Nur wir hingen zum Beispiel auch im 19. Jahrhundert, als sich dann plötzlich diese riesigen Firmen, diese riesigen Konglomerate, Deutschland, Siemens, USA, die großen Stahlkonzerne und Petroleumkonzerne bildeten, die waren plötzlich, und das ist durchaus eine vergleichbare Situation, völlig undurchschaubar von außen. So wie wir heute auf diese Daten und die Algorithmen schauen, hat man damals versucht, von außen in diese Firmen reinzuschauen und hat gesehen, man sieht gar nichts mehr. Die sind so miteinander verflochten, man weiß überhaupt nicht mehr, was die machen. Und welche Institution hat man erfunden? Den gab es vorher nicht. Wirtschaftsprüfer. Man hat gedacht, irgendwie, wir brauchen Leute, die da reingucken können. Das wäre vorher völlig ausgeschlossen gewesen und es widersprach sozusagen auch ganz dem Liberalismus nach dem Motto, die Firmen, die sollen machen, was sie wollen. Man hat das trotzdem erfunden und hat diese Wirtschaftsprüfer mit einem Ethos ausgestattet. Die dürfen alles sehen, aber nicht alles verraten und haben so bestimmte Pflichten und Rechte. Und ich glaube, in einer ähnlichen Situation sind wir heute gegenüber den Algorithmen. Und ich glaube, wie damals können wir was Ähnliches entwickeln. Sozusagen eine eigene Kaste, wenn man so will, die uns diese undurchsichtigen, intransparenten, für uns völlig erschreckenden Systeme ein bisschen transparenter machen. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Was mich an deinem Buch sehr gefreut hat, und zwar an allen 3 Dritteln, nicht nur an den 2 Dritteln, die ich sehr gut finde, ist, dass du eine Debatte voranbringst, die in Deutschland so viel zu kurz gekommen ist bis jetzt, nämlich eine aufgeklärte digitale Debatte. 2012 habe ich mein letztes größeres Buch zu diesem Thema geschrieben, Internet, Segen oder Fluch, noch vor Snowden, wo ich versucht habe, mit Katrin Passig gemeinsam als Co-Autorin abzuwägen. Ja, es ist denn tatsächlich so, dass ich über lange Zeit, und das ist auch meine persönliche Entwicklung gewesen, die du in diesem sehr falschen Satz in deinem Buch auf die Spitze getrieben hast, wo du mich als Schwarzmaler bezeichnet hast. Große Unverschämtheit, ich verzeihe dir. Danke. Aber ist es tatsächlich so gewesen, dass ich lange Zeit einen Fehler gemacht habe bei der Betrachtung des Digitalen, den ich für einen der Grundfehler halte, die heute noch gemacht werden ist. Nämlich, ich habe nicht genügend von meinem eigenen Standpunkt abstrahiert. Okay. Dieses Buch 2012, Internet, Segen oder Fluch, war so ein Produkt davon, dass ich gedacht habe, okay, nur weil das Internet immer gut zu mir war, heißt es noch nicht, dass es immer gut ist. Mhm. Und ich glaube, der Beitrag, den du sehr präzise zu dieser in Deutschland noch zu kleinen Debatte bringst, ist die Abstrahierung des eigenen Standpunkts, dass wir eine Notwendigkeit haben, eben eine Stufe höher zu gehen, was im Zweifel es schwieriger macht, so eine Knallerthese daraus zu hauen. Ja. Ja, aus dem eigenen Standpunkt kann man sagen, die Buchhändler sterben alle, wir müssen sofort uns drum kümmern. Das ist eine knallige These, da kann man sagen, da ist man immer emotional, na, wer liebt seinen Buchhändler nicht? Wir alle doch. Aber hilft das der Debatte weiter? Und ich glaube, die Antwort lautet nein. Ich glaube, man muss genau auf diese nächste Ebene gehen. Und was ich an dem Buch gut finde, ist, dass du diese nächste Ebene gegangen bist. Ich glaube aber, wir brauchen eine Weiterentwicklung. Okay, und was wäre die Weiterentwicklung? Und die Weiterentwicklung, da wollte ich eigentlich... Erstmal herzlichen Dank natürlich, aber was wäre das, das Drittel, was du dann weiterschreiben würdest? Nein, frecherweise würde ich diesen Ball gerne an dich zurückspielen und da würde ich gerne, dass du das ausformulierst, weil das im Buch angerissen ist, aber glaube ich absichtlich nicht bis zu Ende formuliert. Was ist denn der Punkt,
wo die Wirklichkeit drauf zusteuert, die sich auflöst? Ja. Was ist denn der Punkt, wo wir so einen Bogen haben der Gesellschaft? Auf welchen Punkt entwickeln wir uns zu? Ohne dass wir jemals ankommen würden. Ich glaube nicht an sowas wie das Ende der Gesellschaft. Aber auf welchen Punkt entwickeln wir uns zu? Was bedeutet also in 10, in 15 Jahren in Deutschland 80 Millionen Singularien und nicht mehr 80 Millionen Leute? Was bedeutet das dann? Ich bin ja, und jetzt erwischst du mich sozusagen bei der Romantik, die du vielleicht schon, was das Digitale angeht, hinter dich gebracht hast. Ich bin schon das dritte Mal wieder da. Oder ich glaube, ich komme da gerade erstmal so richtig rein. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin auf eine fatale Weise ziemlich optimistisch. Ich glaube, wir werden eigentlich menschlichere Wesen werden. Das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, ich weiß. Aber ich glaube, wir werden uns im Kontrast zu intelligenten Maschinen, und die geben uns überall, also das wird ja noch wahnsinnig zunehmen, wir werden, glaube ich, wesentlich feinsinnigere, sozialere, vernetztere, unsere Emotionalität auf eine ganz andere Weise und unsere Einzigartigkeit auf eine ganz andere Weise akzeptierende Menschen werden. Ich finde dieses Beispiel von Facebook, die jetzt gesagt haben, also wir haben euch immer gezwungen, ordnet euch ein, seid ihr Mann oder Frau, das wollen wir gar nicht mehr. Hier habt ihr 56 Möglichkeiten oder 58 Möglichkeiten. Sagt doch, ihr könnt alle Zwischenstufen wählen, und ich bin überzeugt, in 3 Jahren sind wir bei 122 unterschiedlichen Geschlechterbezeichnungen, die wir haben werden. Das ist eine auf uns selbst angewendete Singularisierung. Wir werden lernen, mit dieser Singularisierung umzugehen, und wir werden lernen zu akzeptieren, dass es 122 Geschlechter geben kann oder Bezeichnungen für Geschlechter. Und das finde ich wunderbar. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, du hast es gerade schon einmal kurz angesprochen, Digitalisierung bedeutet unglaubliche Angewiesenheit aufeinander. Ich habe noch vor 2 Tagen noch mit einem gesprochen in der Firma, die sagen, meine Güte, wie sich das verändert hat. Wenn wir heute ein digitales Produkt rausgeben, haben wir ungefähr 12 Dienstleister, mit denen wir jetzt kooperieren müssen. Jede einzelne Sache, die wir machen müssen, ist extrem miteinander vernetzt. Und deswegen diese ganzen Digitalfirmen, die neue Formen der Kollaboration auch entwickelt haben, das hängt ja damit zusammen, dass das Digitale das verlangt. Das heißt, wir kriegen neue Formen der gegenseitigen Abhängigkeit, die diese Granularisierung teilweise wieder kompensieren werden. Und ich glaube, wir werden in einer so feinteilig sich verändernden Gesellschaft leben, dass wir ganz neue Anforderungen an uns selbst stellen, an Aufmerksamkeit, an, ich nenne es Irritationsfähigkeit. Wir werden sozusagen hypersensible Wesen werden, damit wir überhaupt diese ganzen verschiedenen Strömungen in der Gesellschaft auffangen können und verarbeiten können und daraus was Neues machen und gar nicht mehr so davon ausgehen, das ist mein Weg, sondern wir werden uns extrem flexibel anpassen müssen und auch eine sehr flexible Identität entwickeln müssen. Und ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich ziemlich gute Aussichten. Das Ganze wird super stressig, das ist anstrengend, das wird von uns wahnsinnig viel verlangen. Und wir haben noch keine Ahnung, wie wir die Institutionen, die uns dann halten, bauen werden. Und da sage ich ganz ehrlich, ich habe einmal bei einer Kolumne gelesen, fand ich ganz schön, der letzte Satz war, dafür brauchen wir neue Verfahren und Prozesse. Und ich dachte, jetzt sagt er, welches die Verfahren und die Prozesse sein könnte. Und ich war ganz froh, dass du da zumindest die da noch nicht geäußert hast. Ich könnte sie auch nicht alle nennen. Oder ich könnte nur ganz wenige nennen, sowas wie Algorithmisten. Ich glaube, du kennst sie alle. Nicht, das erst in deinem Buch, wann kommt das raus? In 2 Jahren. Da soll jetzt gar nicht die Sprache von sein. Aber ich glaube, also insofern, das ist meine Form von Romantik, dass wir eigentlich noch mal feinere Wesen werden. Ich freue mich sehr, dass das so ein positives Bild ergibt, auch jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs. Diesen Mut, den du ausstrahlst und der in dem Buch sich immer wieder findet, so zwischen den Zeilen viel eher als so zu sehr mit der Fahne geschwenkt. Das finde ich auch sehr gut. Ich bin mir nur noch relativ unschlüssig, auch für mich selbst, das ist jeder, der über das Digitale schreibt, hat dieses Problem, ob der Weg dahin eher herbeigewarnt und herbeigekreischt ist oder über das Zeichnen von positiven Zukunftsvisionen. Wo würdest du dich sehen? Ich habe eine Entwicklung durchgemacht, wo ich gemerkt habe, dass die Kraft des Warnens, auch wenn das nerviger ist und man im Zweifel unsympathischer erscheint und im Zweifel auch Beifall von der falschen Seite hat, dass in bestimmten
eher schattigen Zeiten die Kraft des Mahnens und des Warnens stärker ist als die der positiven Zukunftsvision. Das kann man traurig finden und ich als grundoptimistischer Mensch habe da auch nur eine gewisse Skepsis dabei, aber ich sehe es an der Wirkung, ich bin in dem Kontext Wirkungskommunikator. Wenn man die goldene Zukunft zeichnet, dann interessiert sich zum Beispiel die konkrete Politik dafür nur in einer vermarktungsfähigen Version, und zwar Vermarktung im Sinne von Wähler generieren. Aber wenn man mahnt und warnt, wenn man zeigt, da ist Handlungsbedarf, nichts anderes ist nämlich eine Mahnung, dann ist die Chance, dass wenigstens graduell darauf eingegangen wird, sehr viel höher. Insofern ist ein Teil von dem, was im Moment da in Deutschland passiert, vor allem, das ist eine sehr pessimistische Debatte, eine sehr dunkle Debatte ist. Ein Teil ist, weil die Leute tatsächlich Angst haben. Ein zweiter Teil ist, dass ich glaube, dass es auch einfach Fortschrittsfeinde gibt, die sehen, es ist doch eigentlich alles in Ordnung, ich möchte nicht, dass sich verändert und aller Fortschritt bedeutet Veränderung. Und das ist dann halt so. Ein Teil ist aber auch, und dazu würde ich mich rechnen, diejenigen, die gesehen haben, und zwar hauptsächlich auch durch Snowden, aber auch schon vorher, dass man im Zweifel mit dem Zeichnen einer Dystopie mehr bewirken kann als mit dem Zeichnen einer schönen Utopie. Ich habe ja versucht, im Buch in einer gewissen Weise beides zu machen. Und also ich habe große Sympathie auch für das Warnen. Meine Formel für das Ganze ist bewundern. Echt? Ich habe nicht so viel Sympathie. Ich mache das bloß. Das ist ja lustig. Du machst es nicht und findest es gut und ich mache es. Du kannst es doch auch gut finden. Nee, es ist mir zu anstrengend. Aber meine Formel ist ja eigentlich für diese ganze Entwicklung bewundern und erschrecken. Also ich finde, wenn es um Gefühle geht, mein Gefühl zu der ganzen Entwicklung ist genau das. Ich stehe da manchmal vor und denke, wow, das ist irre, das ist abgefahren. Auch wirklich ein bisschen technologieverliebt durchaus und gleichzeitig Gott, oh Gott, also wie wollen wir damit umgehen und was bedeutet das? Ich habe es ja immer wieder angesprochen, auch staatliche Überwachung, aber auch andere Überwachung und so weiter. Das sind fürchterliche, also wirklich sehr erschreckende Sachen, die da laufen und auch Dinge, die wir noch gar nicht einschätzen können. Aber ich finde das andere, ich würde es gerne ausbalancieren, auch wenn dabei die These auf der Strecke bleibt. Aber wie siehst du das denn? Wo sind wir denn in 10 Jahren? Warnen hin oder her? Was, wenn du nicht warnst, sondern sozusagen sagen würdest, okay, das ist ungefähr mein Bild von den nächsten 10 Jahren. Wie sähe das aus? Da muss ich einen kleinen Bogen ausholen, der mit einer Ernüchterung zu tun hat. Nämlich der Ernüchterung, dass man in politischen Konzepten, gesellschaftlichen Konzepten nie fertig ist. Der Begriff der Perpetual Beta, den es in der Software gibt, dass man halt eigentlich ständig am Produkt arbeiten muss, es immer weiterarbeiten muss, das ist gar kein Privileg der digitalen Industrie, wie ich lange dachte, sondern es ist eigentlich ein Gesellschaftsmodell. Man muss halt immer dranbleiben und immer auf ein Ziel hinarbeiten, das man nie erreichen wird. Deswegen ist für mich gar nicht die Frage, wie sieht es ganz konkret in 10 Jahren aus, sondern wie viele von den Punkten, auf die wir hinarbeiten, werden wir in 10 Jahren ein kleines Schrittchen näher an unserem Horizont herangearbeitet haben. Und da glaube ich, da bin ich vielleicht auch nicht ganz so optimistisch wie du, was den konkreten Zeitpunkt 10 Jahre angeht. Denn wir haben in den letzten 1,5 Jahren gemerkt, dass die Dystopie der Kontrollgesellschaft, du zitierst auch die Kontrollgesellschaft von Deleuze, glaube ich, genau, dass die sehr viel näher an uns dran ist, als wir das bisher geglaubt haben. Und uns da frei zu schwimmen von diesen Katastrophen, wird sehr nervig, sehr aufreibend, sehr tränen- und schweißreich. Und ich glaube, dass wir es vielleicht in 10 Jahren geschafft haben werden, zumindest so ein bisschen die gröbsten Fesseln dieser Kontrollgesellschaft durch wild gewordene Behörden abzuschütteln. Ist also sehr, sehr optimistisch, was ich sage, weil das die Zukunftsvision der meisten anderen, wir können eh nichts ändern, an Optimismus weit übertrifft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir so sehr zustimme am Ende unseres Gesprächs. Danke. Danke für dieses Buch. Danke.